Hier ist Mana TV mit den Tagesthemen. Guten Tag und willkommen zu den Mana News. Wirtschaft. Lohnt es sich, alte Instanzen zu farmen, um speziell Materialien gewinnbringend zu verkaufen? Nach einer Marktanalyse wurde festgestellt, dass vor allem Wollstoff, Schattenedelsteine, Mosachat und alte Verzauberungsmaterialien wie seltsamer Staub oder große Magieessenz weiterhin gut zu verkaufen sind. Genannte Gegenstände werden vor allem in der Burg Schattenfang im Silberwald gefunden. Wir haben direkt unseren Außenkorrespondent Daro in die Burg geschickt. Aloha. Ich bin direkt 5-mal in Folge den Dungeon gelaufen. Öfter kann man diesen pro Stunde sowieso nicht zurücksetzen. Für besagte 5 Runs habe ich um die 36 Minuten benötigt, wobei viel Zeit drauf ging, graue Trash-Items aus dem Inventar zu löschen oder blaue und grüne Gegenstände zu entzaubern. Mit einem Reittier zum Verkaufen bzw. einem Reparaturbot hätte ich mir etwas Zeit sparen können. Zurück in Dalaran habe ich die restlichen Gegenstände klein gemacht und an meinen Bankcharakter gesendet. Wie ihr hier sehen könnt, kam dabei einiges zusammen. Nun wurde alles sorgfältig ins Auktionshaus gestellt und es hieß erstmal abwarten und Tee trinken. In der Zwischenzeit könnt ihr sehr gerne dem Video direkt einen Daumen nach oben da lassen. Nach 24 Stunden wurde komplett alles verkauft. Zur Übersicht habe ich im Vorfeld jegliches vorhandene Gold von dem Bankcharakter entnommen, sodass nur Gold der Auktion im Geldbeutel landet. Nach dem kompletten Entleeren sind insgesamt 267 Gold und 36 Silber hängen geblieben. Zeittechnisch würde ich sagen, hat der ganze Aufwand ohne Anreise zur Instanz mit Entzaubern und Einstellen ins Auktionshaus 45 Minuten gedauert. Mit optimierten Laufrouten, mobilen Händlern und oder Briefkästen lässt sich der Zeitaufwand, somit der Goldwert pro Stunde, noch um ca. 10 Minuten drücken. Je nach Marktpreis der einzelnen Gegenstände stellt diese Methode eine abwechslungsreiche Alternative zum üblichen Goldfarmen dar. Lukrativere Methoden sind aber definitiv vorhanden. Vielen Dank, Daro. Technik. Mit Wrath of the Lich King kamen zwei Funktionen ins Spiel, die es deutlich einfacher machen, Ausrüstungen zu wechseln und Talente zu verteilen. Hierzu muss lediglich die Escape-Taste und darauf folgend Interface gedrückt werden. Im Reiter-Feature kann nun der Ausrüstungsmanager sowie die Talentwechselvorschau aktiviert werden. Der Ausrüstungsmanager ermöglicht es, ohne Add-on eigene Itemsets zu erstellen, sodass ganz einfach mit nur einem Klick zwischen diesen hin und her gewechselt werden kann. Das bietet sich vor allem in Kombination mit dem Dual-Spec an. So kann nach dem einmaligen Setzen ganz einfach via Knopfdruck zwischen vordefinierten Sets rotiert werden. Neu erhaltene Items müssen hier wieder hinzugefügt werden. Mit der aktivierten Talentvorschau können Talentpunkte verteilt werden, ohne dass diese direkt bestätigt werden. Um die fertige Auswahl der Talente final zu bestätigen, muss anschließend auf Erlernen gedrückt werden. Mit einem Klick auf Rücksetzen können alle vergebenen Punkte nochmal neu verteilt werden, ohne dass dafür Gold ausgegeben werden muss. Tipp des Tages. Dieser geht heute vor allem an alle Bücherwürmer. Habt ihr schon mal von dem Erfolg Höheres Studium gehört? Hierbei müssen 8 in Dalaran versteckte Bücher gelesen werden, für welches im Anschluss der benutzbare Gegenstand die Schulen der arkanen Magiebeherrschung erhalten wird. Bei Benutzung des Gegenstandes wird man nun in einen geheimen Raum in der violetten Zitadelle teleportiert. Spricht man hier nun mit dem anwesenden Erzmagier Vargoth, erhält man das Haustier Familiar der Kirin-Tor. Besagte Bücher können unabhängig voneinander alle 3-4 Stunden an fixen Punkten in Dalaran auftauchen, sodass ein gezieltes Farmen hier möglich ist. Hinzu kommt allerdings, dass sich die Bücher einen Spawnpunkt mit anderen Büchern, welche nichts mit der Kategorie die Schulen der arkanen Magie zu tun haben, teilen. Die Plätze, an welchen diese allerdings erscheinen, sind immer dieselben. In der Beschreibung verlinken wir ein Video vom YouTuber Spider. Dieser ist alle Bücher abgelaufen und zeigt, wo genau diese zu finden sind. Außerdem verlinken wir noch ein Bild mit der besten Route, um alle 8 Bücher abzuklappern. Eine weitere Methode, die Bücher aktiv zu farmen, ist das Layer-Hopping, da von Layer zu Layer der Respawn-Timer unterschiedlich ist und die Bücher so öfter die Möglichkeit haben, an besagten Punkten aufzutauchen. E-Sport. Schalten wir hierzu direkt zu unserem Außenkorrespondenten Daro, welcher die Gildenleiter der Speedrun-Gilde Anbu interviewt. Stell dich doch kurz vor und erzähl uns, wie lange du schon WoW spielst. Hi, ich heiße Nils, aber ingame kennt man mich unter dem Namen Schniesen und ich bin der Raidleiter von Anbu. Retail-WoW spiele ich mit kürzeren oder längeren Pausen seit Vanilla und in Cataclysm habe ich angefangen, etwas professioneller zu raiden. In Legion habe ich eine recht erfolgreiche deutsche Gilde geleitet und zu Classic habe ich die Gilde Anbu auf Phenox gegründet, mit der ich bis heute unterwegs bin. Du bist demnach schon seit Anfang an in der Neuauflage von Classic dabei und hast zudem deine eigene Gilde. Wie kamt ihr zu Speedruns? Speedruns interessieren mich seit Molten Core. Unsere Gilde hat damals zwar schon ordentlich geradet und ab und an Speedruns gemacht, aber unser Kader war leider weit von der Meta entfernt. In TBC war uns allen klar, dass wir mehr wollen, also haben wir viel Zeit und Arbeit investiert, um für WOTLK einen kompetitiven Kader zu stellen. Naxxramas haben wir dann als weltweit 21. Gilde gecleared und bereiten uns momentan mit Split Raids auf die Speedruns vor. Klingt extrem spannend. Welche Klasse spielst du eigentlich?
Momentan bin ich der Main Tank und spiele zwei Pot-Paladine. Der Elis-Schamane liegt mir aber weiterhin sehr am Herzen, da ich ihn in Classic und TBC gespielt habe. Sehr geil. Kann man dich jetzt schon irgendwo auf YouTube oder Twitch finden? Unsere Raid streame ich auf twitch.tv/schniesen, wo ihr auch unseren Voice hören könnt. Und auf YouTube findet man mich auch unter youtube.com/schniesen. Dort poste ich hauptsächlich Goldfarm-Content und gelegentlich Eindrücke aus unseren Raids. Das komplette Interview erwartet euch zum Ende kommender Woche in einem Mana-Talk. Newsflash: Blizzard hat ein neues Abo-Paket veröffentlicht, bei welchem für 12 Monate abonniert werden kann. Dafür erhält man das Flugmount Schwerender Smaragddrache, welches allerdings nichts weiter als ein Recolor eines bestehenden Drachenmounts ist. Des Weiteren erhält man den Wappenrock der Flamme sowie ein Haustier in Form eines Hasens. Season of Mastery-Spieler haben nun die Möglichkeit, ihren Charakter auf einen Wrath of the Lich King-Server zu transferieren. Dabei muss allerdings der Servertyp beachtet werden. PvP-Charaktere können nur nach PvP-Server und PvE-Charaktere nur auf PvE-Server transferieren. Laut aktuellen Informationen tauchen hier allerdings noch technische Probleme auf. We want you! Die Mana-Crew sucht noch ambitionierte Spieler zum Aufstocken unserer 25er Schlachtzüge auf dem Server Vinoxus. Wir benötigen für unseren Donnerstags-Raid noch einen heilenden Priester sowie diverse Schadensausteiler, am besten Jäger, Magier oder Hexenmeister. Für den Sonntags-Raid ebenfalls noch DDs wie Jäger, Krieger oder Schamanen. Wir sind keine Speedrun-Gilde wie Anbu, möchten aber dennoch ambitioniert durch die Raids kommen. Wenn ihr genügend Klassenverständnis mitbringt und immer versucht, das Beste aus euren Charakteren zu holen, dann bewerbt euch bei uns auf dem Discord. Link findet ihr in der Beschreibung. In der Mitte findet ihr die alte Mana-News-Folge. Schaut doch da gerne mal vorbei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.